In Quirkle geht es darum, eine Kombination von Steinen anzulegen und so Punkte zu erlangen. Zunächst wird das Spiel vorbereitet. Zum Notieren der Punktzahl wird ein Stift und Papier benötigt. Nun werden alle Steine in den Beutel getan, aus welchem nun jeder Spieler blind 6 Steine zieht. Diese stellt der Spieler aufrecht vor sich hin, sodass die anderen Spieler die Symbole auf den Steinen nicht sehen können. Nun prüfen alle Spieler, wie viele ihrer Steine die gleiche Form oder Farbe haben. Wer davon die meisten hat, legt diese Steine nun in einer Reihe in die Mitte. Wenn 2 oder mehr Spieler die gleiche Anzahl haben, fängt der jüngste Spieler an. Dann wird im Uhrzeigersinn weitergespielt. Wer in der Reihe ist, kann 2 mögliche Aktionen ausführen. Er kann nun einen oder mehrere Steine an die bereits liegenden Steine anbauen, wonach er sich aus dem Beutel seine Steine wieder auf 6 auffüllt. Bei dem Anlegen gibt es mehrere Regeln zu beachten. 2 oder mehr Steine bilden eine Reihe. Eine Reihe besteht entweder aus Steinen, die alle dieselbe Form haben, oder dieselbe Farbe. Sollen alle Steine dieselbe Form haben, muss jeder Stein in der Reihe eine andere Farbe haben. Sollte allerdings die Steine dieselbe Farbe haben, müssen alle Steine in der Reihe eine andere Form haben. So können in einer Reihe maximal 6 Steine liegen. Ausgespielte Steine müssen natürlich auch immer im passenden Kontakt mit bereits liegenden Steinen sein. Es darf außerdem nicht im selben Zug an unterschiedliche Reihen angelegt werden. Allerdings kann ein Spieler seinen Zug auch nutzen, um seine Steine auszulegen. So darf er eine beliebige Anzahl von Steinen in seinem Besitz weglegen, blind neue aus dem Beutel beziehen und dann die weggelegten Steine in den Beutel zurücklegen. Nach jedem abgeschlossenen Zug eines Spielers wird gewertet. Wer eine Reihe bildet oder ergänzt, erhält einen Punkt für jeden Stein in dieser Reihe. Ein Stein kann auch 2 Punkte erzielen, wenn er Teil von 2 Reihen ist. Wer es schafft, eine Reihe zu vervollständigen, erhält 12 Punkte. Wenn der Beutel leer ist und der erste Spieler seinen letzten Stein setzt, endet das Spiel. Dieser Spieler erhält 6 Bonuspunkte. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt.